Hi Leute, wie ich euch heute Morgen schon gesagt habe, sind wir unterwegs und verbringen jetzt erstmal 3 Tage in einer schönen Stadt in Europa. Man kann natürlich noch nicht sehen, wo wir sind, aber das werde ich euch gleich noch alles sagen. Ich filme hier gerade aus meinem Hotelzimmer oder aus unserem Hotelzimmer. Wir haben 4x2 Apartments genommen, weil wir zu 8 Leuten hier sind. Ja, mal schauen, was uns so erwartet in der Stadt. Moin Leute, da ist einer unserer Mitbewohner, Mitreisender, mein Neffe Alan. Ja, ich wollte euch mal hier zeigen, wir haben hier den ganzen Flur gemietet. Warte, ich nehme euch mal mit, ich drehe euch mal eben um. Und zwar hier vorne haben wir 4 Zimmer genommen, zack, 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 alle nebeneinander. So, da ist das Oberhaupt hier. Also, wir machen das so wie bei den wie bei den Herdentieren. Wir lassen sie vorgehen und wir gehen alle nach. Gut, jetzt gehen wir raus. Wir wollen die Stadt bei Nacht. Ich habe noch nicht gesagt, welche Stadt es ist. Genau. Okay. Wir wollen eine schöne Stadt in Europa, habe ich nur gesagt. Und jetzt wollen wir mal schauen. Leute, wir haben uns hier in so einen kleinen Lüftchen gequetscht. Jetzt geht's ab nach unten. Ich drücke mit meiner Tasche überall, wo ich hier so, von dort sind wir gekommen. Sieht das halt hier in der Empfangshalle aus oder an der Rezeption? Die will ich euch jetzt mal eben nicht zeigen, nur so eben hier vorne, weil da jemand sitzt gerade. Jetzt geht's raus. Ab ins Getümmel. Wir haben sehr spät, weil wir spät angekommen sind, aber ist jetzt auch nicht das wärmste Wetter, aber trotzdem, wir haben gerade 13 Grad hier. Das kann sich sehen lassen. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Metro kriegen und dann geht's ab. U-Bahn-Karten bzw. Metro-Karten für die alle zu besorgen. Für 8 Leute nicht ganz einfach, aber wir tun unser Bestes. So Leute, wir haben es aus der Metro geschafft hier. Von dort sind wir gekommen.
großen Gebäude. Ja, hier kann man schon ein bisschen weihnachtliche Stimmung sehen. Dann sage ich jetzt gleich mal eben, nehme euch mal mit hier rüber und schaut mal, wo wir sind. Hier vorne ein neues Unterschloss dran zu machen. Das heißt, wenn jemand in Paris ist, kann man Eiffelturm. Direkt hinter uns ist der Eiffelturm. Auf dieser Plattform, im Schloss, da kommt jetzt das Schloss. Schlüssel kommt weg. Und das Vorsicht. Ach, da seid ihr. Hallo! Leute, wir haben uns jetzt nicht satt gesehen, aber jetzt haben wir von hier oben genug gesehen vom Eiffelturm und haben uns jetzt gedacht, dass wir jetzt Richtung Eiffelturm runtergehen. Das heißt, es gibt hier so an den Seiten so riesen Treppen, wo man quasi runter bzw. hochgehen kann. Und das werden wir jetzt machen. Ich will euch einmal noch mal mit hier runternehmen. Das Plateau war ja oben. Und wir sind jetzt quasi nochmal unterhalb des Plateaus. Moment, da waren wir doch gerade. Ach, sorry, das ist das Gleiche. Ich habe mich vertan. Okay. Vorne haben wir irgendein, keine Ahnung, was das ist. So, ab geht's runter. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die anderen hin sind, Emmy. Emmy, weißt du das? Ach, da stehen sie. Ja, perfekt. Da ist natürlich ein riesen Gelände, auch mit Baustelle hier, aber... Da geht's durch so einen Park quasi Richtung Eiffelturm. Ja. In voller Länge. Hier geht es jetzt seitlich runter zum Eiffelturm. Hier ist so ein kleiner, wie so ein Park oder so.
So, jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen was zu saufen. Ist aus Deutschland. Hätte mir noch eine. Jetzt was zu trinken. Unterhalb des Eiffelturms. Ich bewege mich jetzt Richtung Eiffelturm. Thank you.